Und damit herzlich willkommen zu der vierten Folge von Hunting Simulator 2. Und ich habe es endlich doch herausgefunden. Ich bin halt ein bisschen blöd. Wenn ich auf Waffen gehe und gucke jetzt die Waffen, die ich schon besitze, wie den hier zum Beispiel. Ich vergebe mich jedes Mal. Und dann gucke nach Tieren. Hier steht gar kein Luxor so drauf. Hier sind halt Wildschweine, Rehe und so, Bären und so und alles. Auch auf diese Schrotflinte nicht, sondern nur für Enten und Vögel so ein Kack. Wenn ich einen Fuchs erledige und den mitnehmen möchte, muss ich so ein Gewehr haben. Habe ich noch nicht. Könnte ich mir rein tischen kaufen, aber ich kaufe mir erstmal keinen, sondern gehe dann erst einmal auf Bären und so was alles. Und auf die Luchse dann später. Und würde sagen, wir brechen sofort wieder auf und gehen weiter auf Jagd. Obwohl, ich könnte mir vielleicht einen anderen Hund kaufen. Soll ich das machen? Ja, mache ich jetzt. Dann wechsle ich Dildo einmal aus, weil ich ja Dildo jetzt einfach nur so aus Spaß genommen habe, weil ich ja einen Hund haben wollte mit einem anderen Namen. Mache ich jetzt auch. Wir müssen warten. Tut mir leid dafür, muss ich mal kurz wieder zurück. Zurück zum Jagdhaus. Ja, dauert jetzt ein bisschen. Mein Gold kostet 2500, glaube ich, oder? Begleiter, 2,5, ja. Schwarzer Labrador, den haben wir schon mal. Kaufen. So. Raika. Warum? Weil unser verstorbener Hund Labrador war und auch Raika hieß. Und immer noch tief im Herzen. Steht auch immer hier links neben mir. Ein Foto von ihr. Weiß nicht, ob man das sehen kann jetzt. Weiß ich gar nicht. Das war Raika. Ist auch immer links hier neben mir. Und im Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer haben wir halt ihre Urne mit ihrer Asche und so. So. Sehr schön. Ich melde mich gleich wieder, bis der Ladebildschirm vorbei ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und wie gesagt, wir gehen jetzt auf Jagd, aber nicht auf Fuchs oder so, weil da haben wir keine Lizenzen schon für, aber kein richtiges Kaliber für. Und kein richtiges Gewehr für. Darum suchen wir einfach nach Bären und Rehe und so und alles weiter. Da ist schon wieder so ein Fuchs, den können wir halt erschießen. Das finde ich auch ein bisschen blöd, denn das sollte man die auch nicht erschießen können. Dann sollte man den auch nicht erschießen können. Wenn ich jetzt so mache, kann ich den Hund ja auch nicht erschießen. Also funktioniert das ja auch. So sollte auch bei den sein, auch wenn man die Lizenz hat, sollte da auch bei den Tieren sein, die man da nicht aufheben kann. Die dann stumpf einfach liegen bleiben, dann kann man die auch wenigstens nicht erschießen. Raika, du hast was gefunden, was denn? Zeig mal. Puma, können wir aber auch nicht erschießen. Da brauchen wir ein Gewehr. Hast gut gemacht, aber wir müssen noch was anderes suchen. Also erschießen können wir, aber können da nicht mitnehmen. Und ich möchte unbedingt mal so einen Hochsitz finden. Weiß eigentlich der Unterschied zwischen Hochsitz und Jagdsitz? Ist das eigentlich nicht der gleiche? Was jetzt gefunden? Wir loben den erstmal. Aus kilometerweiter Entfernung. Was hast du denn gefunden? Ah, Puma. Also wäre ganz geil, aber können wir nicht erschießen. Entschuldigung, musst du niesen. Die können wir erschießen, aber mit einer anderen Waffe. Wüsste, wo er wäre. Wir loben dich mal. Ich weiß nicht, was du gefunden hast, aber wir gehen auf eine andere Jagd.
Es scheint da hinterm Berg quasi, hinterm Hügel quasi zu sein. Ich hätte vielleicht noch einen Lockruf kaufen sollen, aber hätte ich eh nicht mehr gekonnt, glaube ich, weil ich den Hund ja gekauft habe. Na, ich glaube, wir haben uns gesehen, ist weggeflogen, ne? Truthahn hat uns leider gesehen. Habe ich ihn getroffen? Reicht überhaupt? Das Problem ist, er lebt noch. Wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder erschießen. Weil wir wieder Strafpunkte kriegen. Ah. Und ich weiß halt nicht, ob er umkippt. Und wenn er umkippt, weiß ich halt auch nicht, wie lange das dauert. Ich laufe erstmal hinterher. Wie gesagt, ist zum Glück nur ein Spiel. Also die Tiere quälen sich zum Glück nicht wirklich. Sonst hätte ich ihn schon längst erschossen. Ich hoffe jetzt nur... dass er schnellstmöglich umkippt. Kipp doch bitte um. Ich kann ja selber nicht hingucken, auch wenn es nur ein Spiel ist, ehrlich gesagt. Alles klar. Ich weiß, ich habe Strafe bekommen, aber ich glaube, der wäre nicht umgekippt, glaube ich. Wie kriege ich die Tiere eigentlich im Wasser? Was ist das denn? Kaninchen. Also gut gemacht, aber da gehen wir jetzt erstmal nicht hinterher. Ich möchte mal so einen Flugvogel kriegen. Da hat er Spaß im Wasser. Sie, Entschuldigung. Ich treffe die, glaube ich, von weitem mit Schrot nicht. Come along. So, bleib. Stay and don't make a sound.
Selbst wenn ich es schaffe, eins auf dem Wasser zu erschießen, wie kriege ich das dann? Ich treffe sie, glaube ich, gar nicht. Ja. Jetzt brauche ich gar nicht mehr versuchen. Oh, guck mal, was wir da gefunden haben. Moment. Komm her. Guck mal, was ich da gefunden habe. Stay in position. Ich komme so weit gar nicht auf Wasser. Ich weiß gar nicht, welche ich jetzt da schieße, wie ich da hinkommen soll. Boah. Krieg ich im Leben nicht. So, hier halten wir mal ein bisschen Ausschau, gucken, ob wir hier was finden. Kannst du natürlich mal mit dem Bär auch nochmal versuchen. Ich erwische die Viecher nicht. Da läuft halt so ein Truthahn, ob der mal sein soll. Wieso fliegt das Vieh überhaupt noch? Wenn ich da getroffen habe, kann er doch nicht fliegen. Er muss doch tot sein, oder nicht? So ein Truthahn. Bei so einem Bär vielleicht okay, aber bei so einem Truthahn? Ich geh mal gucken, wo er ungefähr gewesen ist. War hier, glaube ich, ungefähr, oder?
Er muss doch hier gewesen sein. Da habe ich ihn gar nicht erwischt. Ich sehe den halt einfach nicht. Den habe ich safe erwischt. Da! Truthahn. Beanspruchen. Also das Game macht schon Spaß, muss ich ehrlich gestehen. Ach, ein Schmetterling, muss ich schon sagen, fliegt denn da? So, dafür ist auf der Karte auch schön markiert, das ist gut. Trotzdem weiß ich nicht, was der Unterschied zwischen Hochsitz und Jagdsitz ist. Nämlich ist beides das gleiche eigentlich. Ich finde, Raika soll mal nach irgendwelchen Sachen suchen. Gucken, ob es was findet. Wir laufen Raika mal hinterher. Sehr schön. Good job. Ja. Den verfolgen wir mal. Anscheinend ist Raika auf die richtige Fährte. Ist auch frisch. Who's a good doggy? Go! Gucken, was sie finden kann.
Ach, schade. Ich versuche mal Glück nochmal. Hört sich echt grausam an, oder? Ich höre gar keine Tiere mehr. Come along. Da macht Reikin da ganz hinten. Come here. Was ist denn da los? Und ihr oben nicht runterhört? Ja, komm hier. Komm, I need you beside me. Finde. Find. I'm counting on you. Mal gucken, ob es halt findet. Sucht jetzt was doch nicht. Anscheinend nicht. Hm.
Folgt einer Spur. Welche auch immer, ich weiß es nicht. Was hast du da gefunden? Zeig mal. Ja, sehr schön. Loben. Und die bitte weiter verfolgen. Ach, Raika. Beside me. Such a good dog. Hätte er sein können, irgendwo in der Nähe vom Wasser was ist. Wie ein Reh oder sowas. Oder ein Elch. Haben wir ihn verjagt? Oder warum war das rot? Ich glaube wohl. Wie bist du denn da hoch? Ach so. Ich glaube, wir haben noch nicht verjagt, glaube ich. Alter, steckt er fest? Ist der Jackpot für uns? War ein bisschen buggy, aber egal, Jackpot für uns. Who's a good doggy?
finde hier aber irgendwie keine Rehe oder Hirsche mehr, komischerweise. Nur Truthähne und Enten. Nein, Hilfe, das will ich gar nicht. Ich laufe in der Richtung hier weiter, gucken, ob wir da so kriegen. Na komm, wir suchen den Kaninchen mal. That's a good dog. Go, follow that trail. Ich weiß nicht genau, wie ich im Wald ein Kaninchen finden soll, mit ganz so vielen Bäumen, aber hey. Such a good dog. Go get it. So, hier sind die Spuren. Die gehen da lang. Ach, dann gehen die hier hoch, oder? Dann wieder runter, was? Ich glaube, der Unfall liegt die Spur, glaube ich. Ja. Okay, dann versuchen wir es nochmal. So, da sind die Spuren. Dann gehen die da lang. Dann gehen die hier hoch. Da haben wir wieder andere Spuren, oder? Leuchte hier oben richtig? Keine Ahnung, weiß nicht, wie so ein Kaninchen jagen soll. Das ist viel zu schwer, so ein Kaninchen. Würde ich behaupten. Aber so Kaninchen gehen euch am besten so am Hochsitz, würde ich behaupten. Ah, da ich einfach gar keine Tiergeräusche mehr höre, egal ob von Bären oder Hirsche, Rehe. Ich höre hier gar nichts mehr. Außer nur Truthähne. Auch die Füchse, nichts höre ich mehr. Boah, sieht doch mega geil aus, wenn man mal ehrlich.
ein Hirsch. Loben. Mal gucken, ob er jetzt hinkriegt. Die verliert sofort die Spur, ich verstehe es nicht. Aber hier sind wir schon mal, kommen wir wieder Richtung Tieren. Da ist ein Puma. Den können wir aber eh nicht erschießen, oder können wir erschießen, aber können wir nicht mitnehmen, darum ist das scheißegal. Streichen. What a good dog. Dann auf Verfolge. Ich glaube, der Spur verloren, oder? Ne, aber gefunden. Was denn? Ja, alt. Ah. Aber wir loben trotzdem, aber er ist alt. Dann braucht man die, glaube ich, gar nicht mehr verfolgen. Ich habe das Gefühl, ich höre Geräusche direkt neben mir, als wäre da einer. Verdammt. Das ist gut gemacht, ich habe Aufwand gefunden. Und zwar ein Grizzlybär nochmal. Ganz zufällig sogar gefunden. Wäre schön, wenn er mal wieder Geräusche von sich geben würde, dieser Bär. Who's a good doggy? Good job.
Ich hoffe, wir greifen es nicht an. Hoffe ich. Luma trotzdem mal. You did real good. Verdammt, jetzt habe ich Fußspur vom Bär verloren. Verjagt ihn mal kurz. Weil ich da vorne wieder gefunden habe. Da gehen wir mal sofort hin. Was war das für ein Tier? Wo ist denn jetzt der Hochsitz hin gewesen? Den haben wir gerade irgendwo noch gehabt. Da. Dann checken wir den Hochsitz hier mal ab. Aber, da wir halt direkt in der Nähe von der Hütte sind, und noch ein paar Tiere Hembrinke, machen wir mal erstmal. So, Tiere beanspruchen. 225 Credits kriegen wir dafür nur. Wir machen diesmal als Trophäe. Trophäe und Trophäe. Wir haben es alle dreimal als Trophäe gemacht und nicht verkauft. Dann würde ich sagen, gehe ich mal zum Hochsitz, beende dann die Folge und werde dann in der nächsten Folge mal versuchen, 20 Minuten Hochsitz zu sitzen. Ich weiß nicht, ob ich da hinkriegen werde, 20 Minuten da einfach nur rumzusitzen und zu suchen. Und werde dann versuchen, da mal vielleicht ein paar Tiere zu sehen. Dadurch, direkt so am Wasser und so auch. Vielleicht kriegen wir ein paar Rehe oder Elche und so, alles voll Flinte. Wäre ganz geil. Was hat er denn gefunden? Mal gucken. Loben. Verfolg mal. Alter, schon mit 42 Minuten? Alter, ich beende mal die Aufnahme hier. Danke fürs Zugucken. Bis bald. Ciao.